Salut. Hallo und danke, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Videoblogs über die neue Großattraktion des Europapark 2014. Arthur im Königreich der Minimoys. Auf der Baustelle hat sich seit der letzten Folge viel getan. Die Fundamente sind fertig und fast alle Mauern des Erdgeschosses stehen. Aber das ist nicht alles. Der Bau der Fahrattraktion Arthur hat schon begonnen. Die ersten Stützen sind vor einigen Tagen angeliefert worden. Es werden insgesamt 52 Stützen benötigt, um die Schienen innerhalb und außerhalb der Attraktion zu halten. Aber es wird auch mehrere Befestigungspunkte direkt an der Struktur des Gebäudes geben. Früh am Morgen werden die Stützen per LKW geliefert. Mit Hilfe des Krans werden sie zur endgültigen Stelle transportiert und dort durch die Facharbeiter montiert. Der Vorgang geht ziemlich schnell, weniger als 5 Minuten pro Stütze, braucht aber mehrere Stunden Vorbereitungszeit. Ich bin hier mit Erich Willi, das ist der Chefmonteur für alle Achterbahnen und Bahnen des Europaparks. Herr Willi, das ist eine große Ehre, dass Sie für uns wieder auf diese Bahn tätig sind. Wie viele Bahnen haben Sie schon in Ihrem Leben montiert? 50 Stück. Um die 50 Bahnen, wow. Und was war Ihr Liebling? Der Silberstar. Silberstar, warum? Der war schön hoch. Was ist dann an dieser Bahn dann besonders? Das ist wieder mal etwas ganz anderes im Gebäude drin. Mhm. Die Engheit, aber das gibt eine schöne Bahn. Und was wiegt so ein Element, so ein Stütz, wie Sie heute montieren? Die Stütze, wo wir jetzt montieren, wiegen ungefähr 400 Kilo eine. Das ganze Portal wiegt 1,3 Tonnen. Okay, es wiegt ja nur 400 Kilo. Aber das hält zum Glück auch alleine. Da die Stützen jetzt stehen, können heute die Schienen angeliefert werden. Die Montage ist nicht einfach und verlangt viel Koordination. Jedes Element ist zwischen 3 und 3,5 Tonnen schwer und es werden insgesamt 66 Schienenelemente benötigt, um die 550 Meter lange Strecke aufzubauen. Ich habe noch eine Überraschung für euch. Wir machen jetzt den ersten Flug über das Königreich der Minimoys. Der Tag bricht an im Königreich der Minimoys. Wir heben ab und gehen auf Schatzsuche. Nach einem Flug über das Dorf der Minimoys und über den Fluss außerhalb ist unser Abenteuer zu Ende. Also nur noch einige Monate und dann wird der Traum wahr. Danke fürs Zuschauen und für die fast 40.000 Klicks des ersten Videoblogs. Es macht uns viel Spaß, unsere Arbeit mit euch zu teilen. Tschüss, bis bald!